noch Kilometer marschieren, dann hinten wieder Tunnel aussah. Ach, war nicht schlecht. Wie viel war bei den Straßen, die Napoleon angelegt hat? Kirchdorf zu Kirchdorf. Ja, ja. In Holland sieht man das öfters, aber auch bei uns, also im Westen. PKS-Busse fahren. Die nehmen praktisch abgeschriebenes Material und fahren da zu Billigstarifen. Rechts im Bild andeutungsweise zu sehen die Zuckerfabrik von Greifenberg.
Ferner. Oder gefeilt. Dann könnte man hier seine Art Candice-Berg werfen. Das ist Krokandis. Bitte? Krokandis ist das. Ja, ja doch, durchaus. Das ist jetzt Fotomalti, ist nämlich vorne irgendwann gesagt. Also, das ist jetzt der Haltepunkt Greifenberg Zuckerfabrik. Und die Lampe des Signals ist per Kabel mit der örtlichen Straßenbeleuchtung verbunden. Das ist also mal eine ganz neue Variante zur Lösung des Beleuchtungsproblems. Eine Kreuzung Schmalspur-Normalspur. Der Anschluss der Zuckerfabrik erfolgt über dieses Normalspurgleis, hier links zu sehen. Zu bemerken ist noch, die pommerschen Schmalspurbahnen haben eine Spurweite von 1000 mm. Ganz interessante Architektur hier links, was das Dach betrifft. Das kann man wohl sagen, ja. Das hier vorne scheint ein modernes Signal zu sein. Ja, das normale Lichtsignal hier. Thank you.
hier etwas Gleis auch überhöht. Sieht so aus, ne? Ja. Also die Schieflage ist durch die Gleisüberhöhung bedingt und nicht durch falsch angebrachte Stativ. So. So, jetzt kommt gleich der Bahnhofsvorplatz, den wir überqueren vom Normalspurbahnhof. Also hier links der Bahnhof der Normalspur. Ja. Da fährt auch gerade ein Zug ein. Und wir erreichen jetzt den Schmalspurbahnhof. So, wir fahren jetzt wieder aus Greifenberg aus in Richtung Chausseehaus, hieß es im Deutschen. Nicht bei Wiesbaden gelegen. Ach ja. Also hier da eben zu sehen, älterer Triebwagen. Vermutlich wird er mal zum Museum gehören. Das hätte ich mir vielleicht doch ansehen sollen. Warst du nicht da? Nee. Man hat ja noch eine Gelegenheit hier hinzukommen, hoffe ich. Besser aus wie in letztes Jahr. Ja. Thank you.
So, wir haben gerade die Normalspurstrecke unterfahren, die Greifenberg berührt. Die anscheinend auch ein willkommener Fußweg ist, wie man im Hintergrund erkennen kann. Also man kann sehen, die Brücke wird als Fußgängerbrücke mitbenutzt, obwohl sie garantiert nicht dafür gedacht ist. Ja. Thank you.
Käufer. Das verspricht interessant zu werden. Ja, ich bin hier. So, das ist wieder der Haltepunkt Chausseehaus. Wo wir eine Zugkreuzung haben. Das heißt im Polnischen Popile. Also Popile im Polnischen. So, dies ist der planmäßige Triebwagen nach Greifenberg. Und wir setzen jetzt wieder zurück, um dann auf dem Hauptgleis vorzuziehen. Scheiß Viecher. Kommt vor, dass man unfreiwillig in Horrorfilmen dreht, wenn ein so ein Tierchen hier so quer vor der Linse rumkrabbelt. Und die werden noch relativ scharf abgebildet. Ja. Sitzt ja nur rückwärts laufen, das ist mein Freund. Tja, na klar, sicher.
Da sind wir heute Mittag gekommen, ne? Ja, ja, ja. Bei allen Linksbahnen sind Kruppschienen. Bei der Krupp-Teilhaber-Bahn war jetzt so groß. Das war Bochumer Stadt. 90 Jahre hätte man ja nicht mehr. Nö, du bist ja haltbar. Das war denn hin zum Teil, sind sie da. Sind die da immer in guten Zustand. Das ist ja Qualitätsschall, ne? Besser wie heute. Man kann die ja wenden, ne? Aber trotzdem ist also jetzt noch immer in den meisten Teilen nur die Mitte blank. Ne? Das heißt, es ist also noch immer ein runder Schinken. So viele Pferder hier im Weg sind, das ist also keine Klassen, sagen wir so, dass die Klassen sind, die schon gebaut haben. So, ein Stückchen ganz dunklen Wald habe ich jetzt ausgelassen. Naja. Thank you.
das denn über? Im Meer. Irgendwie. Ich muss offen sagen, ich hätte nicht geglaubt, dass es landschaftlich hier so gut ist. Heute ist es noch etwas abwechslungsreicher als gestern. Ja. Die Gegensätze sind größer. Auch von der Landschaft her, meine ich jetzt. Wenn man da an die Küste kommt, müsste eigentlich noch ein kleiner Unterschied zu merken sein. Das ist richtig. Thank you.
Naja, das ist schwierig, das ist auch so weit entfernt. Reinziehen da was. Verschiedene Bereiche. Blut hat er gefahren oder nicht. Sonst nicht. Oh, Feuer, da hinten brennt. Ja, das haben wir gesehen. War das die Lok? Ja. Vermutlich. Muss er gewesen sein. Muss er gewesen sein, ja. Brennt er vorher noch nichts. Langsam da ist es. Scheint ja noch vor kurzem irgendwie Gleisarbeiten stattgefunden zu haben. Wird hier der Abschnitt eigentlich noch planmäßig befahren? Das müsste ja planmäßig befahren sein, ja. Wo wir auch die Gegenzüge erleben. Ja, hier ist doch viel mehr. Ach so. Ah ja, richtig, stimmt ja. Die Breitspur konnte sich nicht so recht entscheiden. Ne? Thank you.
Zeit. Das ist jetzt der Erholungskilometer. Das ist jetzt der Erholungskilometer. Thank you.
Thank you.
Ja. So. Gucken, wie die Lage draußen ist. Wie heißt dieses? Das wissen wir jetzt noch nicht. Also Fahrpart. Fahrpart. Womit kennst du das hier? Ja. Ist einfach nach. Also dieses heißt Paprotno oder zu Deutsch Paupart. Und jetzt wieder die Rangiererei für den üblichen Fotohall. Naja, Paupart. Und ich lasse es mal laufen wegen dieser herrlichen Kulisse. Pommern ist sehr schön. Kopfsteinpflaster hier auf der Straße. Also eine Straße ganz alter Art. Jetzt mal eine Anmerkung zu den drei Kassetten des 13.05.94, beziehungsweise im Moment noch zwei Kassetten. Die Filmerei hat begonnen in Dargisdorf. Ne, Dargislav in Polnisch-Dargisdorf. Das ging denn über Greifenberg, bei dem eben erwähnten Hölz-Chaussee-Haus, Ribokarty, zu Deutsch Ribokart, Medewitz in Deutsch, in Polnisch Miedzwicz, ich kann es nicht aussprechen. Überkam ja, es geht jetzt im Moment bis Paupart. Jetzt lasse ich nochmal kurz eingeschaltet wegen diesem amüsanten Personentransportgefährt. Das ist ein Traktor mit einem speziellen Anhänger ist. So, jetzt nochmal deutlich zu sehen. Naja. Was? Das war natürlich wieder ein Fehler. Okay. Also Paprotno in Polnisch.
finden die Fotos am schönsten. Das war eins der schönsten Motive heute. Mit Abstand. Personenverkehr per Traktor war ja auch gut. Ja, das wird relativ oft gemacht in ländlichen Gebieten, hat man mir so gesagt. Da stand überhaupt nichts drauf. Hier ist ja echt wie aus dem Bilderbuch. Wir dann hier nochmal an der Biela oder fahren wir da durch? Ich habe nicht beeinflussen können. Achso. Ich gebe ab und zu ein paar Tipps, aber das ist alles.
die Scheibe erlaubt ist, in dieser Schütze. Aber ich hoffe mal, dass mich ein paar flossige Kettlein da aus der Tunnel da anhalten. Ein bisschen Zeit langsam davon. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Wie spät haben wir es? 6, ne? Wo ist es? Nee, 8. Weiß nicht. Ist auch nicht zu spät, oder? Ja doch, 6:30 schon. Wenn wir mit 7 Reber wegkommen, sind wir zu spät im Tablet. Und dann würden die, wir sind 9 Uhr abends, das kann man ja keiner eben sehen. Nee. Oh, das ist ja. Nee, das Vieh ist nicht zu sehen. Eine Kurve ist eine Aneinanderreihung von Graden. Das ist hier, um zu beweisen. Eine ehemalige Strecke oder wie sehe ich das? Sieht fast so aus. Also über die Brückenreste, beziehungsweise, nein, rechts nicht mehr im Bild, ist noch eine Straßenbrücke, führte mal die Normalspurstrecke Treptow-Kamin, Pommern. Das war also mal die Strecke Treptow-Kamin. Thank you.
Thank you.
Also dies ist ein Haltepunkt im Wald gelegen. Oh. Dann gehört aber auch den Mutigen die Welt, wenn man da drüber marschieren will. Naja. Hätte ich mich nie gewöhnen. Naja, so schlimm wie bei Kloster Mansfeld war zum Glück nicht. Da hatte man zwar Bremswagen in den Zug eingestellt, weil die Bremsen bei den Personenwagen nicht funktionierten. Aber die Güterwagenbremsen waren auch nicht so doll. Und da machte man jedes Mal einen Satz beim Anfahren. Wie hieß eigentlich dieser Haltepunkt? Hier? Ja. Once more, please. Rezo. Rezo, okay. Also das war ein Foto halt am Haltepunkt Rezo. Zeitpunkt des Gönnens.